Yo, und damit begrüße ich euch zu schon dem dritten Part von Splatoon 2 im Octo Expansion Paket. Wir machen heute ein Umsteigelevel, würde ich das jetzt mal bezeichnen, und wir sollen die Achterkugel zum Ziel bringen. Innen, es ist ein Auf und Ab, die Wippe Schude. B01, A03. Also ich denke mal, dass man so irgendwie vielleicht in einen anderen Zug wechselt. Sieht zumindest für mich so aus. In eine andere Linie oder so. Würde ich jetzt mal so vermuten. Okay, wir sollen tatsächlich ein bisschen Billard spielen mit einem Feindesperser. Okay, wollen wir mal gucken hier. Also bisher waren der Schwierigkeitsgrad ja bisher so der bisherigen Runden mal so, mal so, mal ganz schön ordentlich. Dann wieder richtig. Wow. Habt ihr einen Ratter oder so? Ihr schießt die Kugel hier bitte nicht weg. Boah, das ist ja gemein, ey. Lass mal dich besiegen hier. Sonst sitzen wir hier noch Jahre dran und kommen hier nicht weg. Okay. So ein bisschen Ball spielen hier, Billard. Ob das nervig würde oder nicht, aber wahrscheinlich kümmere ich mich jetzt erstmal um die Gegner hier. Ich denke, das ist ja das Beste. Wobei, zum Checkpoint kann ja noch gehen. Ich glaube, ich muss die Kugel mitnehmen zum Checkpoint, sonst zählt er nicht. Interessante Idee. Hat ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Sunshine, nicht Sunshine, an. Boah, jetzt dachte ich schon, die Kugel wäre weg. Heieiei. Was ist das denn hier Feines? So, erstmal haust du ab und wenn ich dich da oben schon habe, haust du auch ab. So. Könnt ihr mir nicht auf die Nerven gehen hier? Dann kann ich ganz unbeschwert die Kugel hierhin transportieren. Und gut ist. Sehr gut. Die können wir hier so schön dazwischen natürlich führen. Das ist natürlich jetzt. Das können wir ja natürlich machen hier. So wunderbar. Zwischen diesen Stahlträgern oder was immer das auch ist. Nur das könnte jetzt wahrscheinlich ein bisschen nervig werden hier. Müssen wir natürlich aufpassen, dass ich die Kugel jetzt hier nicht runterschubse, wenn ich den hier. Aktiv, das ist ein Fahr. Gut, der geht nach oben, der Fahrstuhl. Ja, gut. Gut, der geht natürlich nach oben. Aber ich will das Ding da auch noch haben. Hui. Wo muss ich denn da lang jetzt? Ich glaube, ich muss noch da lang. Naja, wow. Das war richtig schlau von mir, muss ich mal sagen. Das war richtig gut. Oh, jetzt soll ich warten, bis das Ding da runterkommt. Wow. Ja, und wie geht's euch so? Ich kann ja noch gerade eben eine kleine lustige Geschichte erzählen. Zwischen dem zweiten und dem zweiten letzten Part und dem dritten, den ich jetzt hier jetzt aufnehme, liegen gefühlt mehr Zeit, als wie ich sonst brauche zwischen Aufnahmen. Uiuiui. Das sieht krass aus. Oha. Ich stelle mich mal hier hin. Na super. Sie haben die Achterkugel verloren, damit die Herausforderung nicht bestanden. Ah, cool. Also wenn die Kugel runterfällt, ist vorbei. Ah, alles klar. Ich wollte ja so machen, dass die so schön Bogen sind, aber dann bleibt die ja natürlich an dieser Straßenpylone dann da haften. Genauso wollte ich das machen. Genauso. Zwischen diesen Straßenpylonen. Nichts anderes hatte ich vor. Oh, was ist hier noch? Ach so, hört man vielleicht auch noch so. Hätte ich sie vielleicht noch retten können. Ja, gut. Aber gut, es ist ja sowieso schon zu spät. Aber gut, wir haben den Checkpoint aktiviert. Und gut ist. Du gehst da schön an der Seite da weg. Ah, vorsichtig hier. Sammle ich dich hier ein. Jetzt kommt die mir entgegen. Nee, schau, ich komme sogar noch drüber. Sehr schön. Wunderbar. Ist natürlich eine interessante Idee auf jeden Fall. Kugelschalter, okay. Ach so, da, okay. Check irgendwie bisher nicht so viel, aber gut, wahrscheinlich ist da irgendein Schlüssel oder so. Dann gucken wir mal. Ich muss den da wahrscheinlich machen. Ist da eigentlich irgendwie. Ach so, jetzt habe ich da den Schlüssel. Aber vorher kümmere ich mich noch um euch. Weil ihr mir da schön auf die Nerven geht.
Oh, vorsichtig. Hier ist es wenig Platz. Eieiei. Wenig Platz hier. So, und damit haben wir den Schlüssel. Den ich ja brauche. So, und was hat das jetzt gebracht? Lass mit dem Ballonfisch die Kugel fliegen. Alles klar, okay. Ja gut, das hat auch mal eine coole Idee. Und Alter, wie krass. Kennt ihr das noch? Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber ich weiß noch zu meiner Zeit da. Lang, ewig langer Kaugummi. Ach, das waren Zeiten. Bubble Tape nennt sich das, glaube ich. Ach, das waren Zeiten. Krasses Bubble Tape. Oder so. Es war unfassbar lang, ein Meter oder so. Meter Kaugummi. So, wunderbar. Und wie gesagt, sie haben die zweite Linie entdeckt. Sie wird nun im Streckennetz angezeichnet. An Station mit einem Doppelkringel finden Sie die vier Dingsbums. Das sollten Sie hin. Für die Entdeckung einer neuen Linie gibt es eine Belohnung. Kommen Sie zu mir. Okay. Ah, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, lass mich durch. Was ist das denn Blödes? Das war jetzt auch mal interessant, aber irgendwie. Was ist das? Wo fahren wir denn jetzt hier lang? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier auch andere von den Dingern. Sehr komisch. Als Belohnung für das Erreichen einer neuen Linie erhalten Sie Conchicon-Punkte. Ich freue mich, Ihnen 500 überreichen zu können. Okay, das ist ja mal der Wahnsinn. Ja, gut. Wird immer abgespaced, aber gut. Was ist das für ein Level? Verteidige deinen Schatz, Containerhafen. Oh, ich kann einen Roller nehmen. Ja, dann nehme ich noch einen Roller. Wir können ja eigentlich schon zur nächsten Linie gehen, aber ich würde sagen, ich mache die erstmal komplett, oder? Würde ich so sagen. Das hätte ich da mal so sagen. Auf einen empfohlenen Waffen finden Sie einen kleinen Tipp. Okay. Okay, gleiche Belohnung. Ich hätte ja eigentlich gesagt, ich nehme den Klecksroller, aber wenn ja gut der Kleckser die Empfehlung ist, dann bleibe ich erstmal da bei dem. Dann werde ich erstmal doch den Kleckser nehmen, würde ich sagen. Das ist vielleicht dann doch die bessere Idee. Oh, aha, okay. Die scheinen dich schon zu erwarten. Glaub auch. Lass es krachen. Ah, okay. Mit einer Goldfischkanone. Interessant. Bringe die Goldfischkanone ans Ziel. Okay, sind wir jetzt wirklich hier beim Goldfischkanonenmodus oder wie sieht's aus? Echt so. Echt so, alter Schwede. Ja, ich versuch's. Ah, ich wollte schon sagen, hier stirbst du auch mal irgendwann. Heieiei. Hat aber echt was hier, wie man es so kennt vom, Autsch. Super. Von wo wurde ich denn jetzt bitte getroffen? Na, wenigstens kann ich so auch versuchen. Und bleibt natürlich auch stilgerecht da, die Goldfischkanone, wo ich sie liegen gelassen habe. Tja, das war dumm von dir. Das war ziemlich dumm von dir. Ah, finde ich coole Idee auf jeden Fall. Das ist eine geile Idee. Oh, Drecksbomben hier. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ah, wahrscheinlich nicht. Wäre schön, wenn ich da hochkomme. Da wären wir noch zum Glück noch genug Zeit. Einmal 5 Minuten. Großzügiges Zeitlimit würde ich es mal so bezeichnen. Ah, danke schön. Ging mir ja ganz schön auf die Nerven da oben auf diesem Turm. Ja, ich sehe auch schon, das sind natürlich noch nicht alle. Ich treffe das Ding doch die ganze Zeit, oder nicht? Dankeschön. Gut, ich muss gestehen, ich komme mit dem Ding nicht so ganz gut klar, aber komm, ich bring das jetzt nur noch weg hier. Zack. So, ich muss ja nicht alle killen.
Wahrscheinlich kann man das in der Rekordzeit schaffen, wenn man keinen Bock hat, auf die zu kämpfen. Aber naja, so geht's ja auch. Aber eine coole Idee. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir auch irgendwann nochmal ein Turmkommando oder so haben, aber gut. Es gibt neue Einträge im Chatlog. Aha, will ich das? Okay, haben wir da alle fertig in der A-Reihe anscheinend. Hey, Neuzugang, hast du das ganze Set gesammelt? Du kannst was. Ich würde mir diese Souvenirs ansehen. Gerne noch näher ansehen. Ja, okay. Dann sag mal an, Herr Baron, irgendwas, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Don Anselmo, okay. Oh, das komplette Set erzählt eine interessante Geschichte, was? Ich gebe dir etwas für die Träume, die ich schon sehen durfte. Etwas für das Land da oben. Okto Sonnenbrille erhalten. Diese Belohnung ist verwendbar, sobald du aus der Tiefseebahn entkommen bist. Ich gebe meine Belohnung dem Alten zur Aufbewahrung, während du weg bist. Sammle weitere Souvenirs und zeig sie mir, wenn du das ganze Set hast. Das wäre Dufte. Dufte. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Gut, was haben wir hier für ein Level? G06, sei fit oder fort. Am Trimm-dich-Pfad. Ah, interessant, aber ich würde sagen, wir machen mal so ein Level hier. Da geht's schon zu Irich. Alter Schöne, wie viele Routen gibt's denn da? 1000! Boah. Na, dann mache ich lieber das erstmal. Keine Zeit zum Chillen. Balloninsel. Eieiei, das wird aber krasse Aufgaben noch, wenn. Also ich rechne mal. Wir waren bei Splatoon beim normalen Story-Modus bei 20 Parts. Oh, kriege ich auch mehr Belohnung, dann machen wir das auch. Ich vermute, dass das hier ein bisschen länger wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier, also dass wir das in diesen 20 Parts ab durchkriegen werden. Okay, alle Ballons zerplatzen lassen, okay. Concentration, würde ich sagen, ist angesagt. Oh. Habe ich ja gehasst im Story-Modus, also in der Welt, im Story-Modus da. Habe ich da ja echt gehasst. Aber gut, bisher klappt es ganz gut, würde ich sagen. Aber gut, noch ist nicht aller Tage, oder wie sagt man so schön? Hälfte erst? Ach du meine Güte. Das steigert mein Stresslevel zu sehr. Oh, da komme ich ja fast gar nicht dran. Da musste ich da hoch. Ach so, jetzt sehe ich da oben die Zahl. Okay. Noch vier, nur noch drei. Puh, interessant. Ist was zum Konzentrieren, aber das ging natürlich jetzt richtig schnell. Aber oh, gut. Uiuiui. Das ging schnell. Das ging jetzt mal richtig schnell hier. Unfassbar. D01. Schwierige Fernbeziehungen. Okay. Raketen ausweichen. Das hört sich immer so lala an, aber mal gucken, ne? Mal gucken. Mal gucken. Was? Keine Waffe? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir haben jetzt hier keine Waffe und müssen uns jetzt hier durch irgendwie kommen. Ein Raketenoktomber. Pass bloß auf, der hat eine ganz schöne Reichweite. Die Namen werden auch immer länger. Echt, ich habe keine Waffe. Ich muss einfach nur ausweichen hier. Na klasse, das kann ja was werden hier. Ja, vor allen Dingen, weil ich auch, weil es mir nicht viel bringt. Als ein Octoling zu sein, aber wahrscheinlich muss ich die Raketen nutzen. Autsch. Um da durchzukommen. Genau das dachte ich mir schon. Oh, ist das zum Kotzen. Kann ich da vielleicht mich auf. Oh. Wenigstens einen Punkt, wo ich mich mal aufheilen kann. Aber das ist echt. Das ist echt böse. Muss ich weiterlaufen? Ja, und dann auch noch in der gegnerischen Tinte. Ist natürlich noch unangenehmer, würde ich sagen. Warte mal, ich will jetzt nur wissen, was da in der Kiste ist.
Ach, gar nichts. Hat sich ja richtig gelohnt. Boah, das ist krass. Die Idee ist natürlich mal wieder genial, aber. Okay, jetzt muss der wahrscheinlich da das aktivieren. Die Idee ist natürlich genial, würde ich sagen. Boah, muss das so langsam sein? Super. Sieh an, Schwämme. Ja, das bringt mir dann viel. Sir Kuttelfisch. Ja, genau das dachte ich mir nämlich. Das ist das Problem. Oh, was sehe ich denn da unten? Hole ich mir gleich. Erstmal hole ich mir noch die Punkte. Ich denke mal, da muss ich weiter. Ja, da unten ist eine Plattform. Okay, da geht's weiter. Okay. Gut zu wissen. Aber ich bin trotzdem so geil und hole mir noch ein paar Punkte. Gut, dann gehen wir hier rein. Was? Feuerkraft. Ah, endlich Waffen. Oh, sehr schön. Na gut, jetzt können wir uns doch mal um den Freund da kümmern. Jetzt können wir uns doch um den Freund kümmern. Jetzt sind wir jetzt nicht mehr wehrlos. Und endlich auch länger anhaltender sein. Aber sonst hätte ich auch gar nicht weitergekommen. Also es musste sein. Nur schade, dass ich. Wenigstens den kann ich mir noch holen. Auch nicht schlecht. Okay, hier sind wir kurz eingeschützt. Oder sind wir das? Ja, wollte ich schon sagen hier. Oh, hier heißt es schnell sein. Wow, 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 wow. Nee, das hole ich mir nicht. Das ist mir zu geisteskrank. Das ist mir doch zu geisteskrank. Tut mir leid, aber das hole ich mir nicht. Wow. Das habe ich mir jetzt doch geholt. Warum? Weiß ich selber nicht. Oh. Ja, man muss sagen, man muss sich hier ordentlich konzentrieren. Man muss sich hier doch definitiv konzentrieren. So, und jetzt bist du gleich dran da oben, wenn ich noch zu dir hinkomme. So. Tschüssikowski. Keine Raketen mehr. Aber eine coole Idee war es allemal. Eine coole Idee war das allemal hier, dass man erstmal ausweichen muss, als ohne unbewaffnet den Raketen auszuweichen und dann den Rest mit Waffe zu machen. Wo ich keine Ahnung, was das war für eine Waffe, weil ich als Platoon in der letzten Zeit kaum gespielt habe. Aber vielleicht wird das jetzt dadurch ein bisschen häufiger. Und direkt in nächste Linie. Sie haben die dritte Linie entdeckt. Sie wird nur in dem Streckennetz eingezeigt. Keines der vier Dingsbumse scheint hier zu sein. Versuchen wir eine andere Linie. Für die Entdeckung einer neuen Linie gibt es eine Belohnung. Kommen Sie zu mir. Boah, wie viel, ey. Also ich denke, wie gesagt, was sind das denn für Teile? Wird hier langsam richtig spooky hier. Okay, weitere Cornicon-Punkte, oder wie man sie nennt. Echt krass hier. So, betreten auf eigene Gefahr. Und knall ihnen eine, aber nur eine. Okay, ich würde sagen, das hört sich noch gut an. Mit einem Schwapper oder einem Roller. Das sind zwei Waffen, die mir zusagen. Vor allen Dingen der Schwapper. Ich hoffe, dass wir den auch. Ja, sehr schön. Auf den wollte ich auch eher nutzen. Dann können wir gar keine Bomben nutzen, okay. Ja, nämlich den Schwapper. Ich sagte, ich will den Schwapper haben. Der coole Farbeimer. Ah, gut. 200 zahlen wir. Und wir haben schon 69. 100. Ich weiß, der war schlecht. Oh. Wow.
Ja gut, das war super. Ich muss die Gegner besiegen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet hier. Ich war jetzt noch geblendet davon, diesen Pixel-Inkling. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Da muss man echt vorsichtig sein hier. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Ach, kaum Reichweite, das stimmt. Ihr Drecksviecher, ey. Schon wieder so ein Level, was mir nicht gefällt, anscheinend. Oh, ich sehe ja gerade hier. Schutzding, was ist das hier eigentlich? Wahrscheinlich nur Punkte, ne? Okay. Boah, das ist gefährlich. Ein falscher Schritt und man ist unten. Boah, Hilfe, ey. Zum Glück ist Ende. Sonst wäre ich jetzt Ende. Sonst wäre ich jetzt am Ende, würde ich so sagen. Eieiei, war das krass. Eieiei. Eieiei. Ja, komm, einen tun wir noch. Kein Entkommen unterm Wehrturm. Wobei, das hört sich ziemlich ekelhaft an. Aber komm, den einen machen wir noch und dann ist wieder Schluss für heute. Aber eieiei. Also ich merke schon, die Missionen, die hauen rein. Die hauen richtig rein hier. So, Entfernung ist Flexroller. Dann nehmen wir den Flexroller. Okay, interessant. Schon lange nicht mehr mit dem Roller gespielt. Aber ist trotzdem cool. Okay, alle Gegner killen. Oh. So ein Teil da oben. Mit einem Splatling. Splatling-Gegner. Ich würde sagen, der ist mal weg. Ja, da hoch komme ich noch nicht. Aber wenigstens ist er weg. Wenigstens ist er weg. Das war mein Hauptziel. Oh, was haben wir hier noch Feines? Einen kleinen Bonus oder? Ah, einen kleinen Bonus. Okay. Können wir uns schön an den Gegner anschleichen. Hat er uns leider doch bemerkt, aber naja, Hauptsache, wir haben ihn gekillt. Wow, was? Wie, wo, was? Ich dachte, man bleibt da drauf stehen. Ah, ne, bei denen wohl nicht. Okay, hier haben wir Sniper. Wumm, der ist weg, würde ich mal sagen. Finde ich ja unfassbar nett. Ja, ne, das fand ich unfassbar nett hier. Weicht ständig aus. Ich denke, ich würde mal so sagen, man sollte hier ständig in Bewegung bleiben bei diesem Level. Hilfe. Machst du es denn auch mal? So. Man sollte hier ständig in Bewegung bleiben bei diesem Level. Oh, das ist noch. Das nehme ich mir jetzt mit. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich mir das schon vorher holen sollen. Das war nett. Das war unfassbar nett hier. Wie gesagt, wie viel mit dem Ding muss man draufhauen? Also, wenn ich gegen so ein Ding kämpfe, dann bin ich eigentlich schon instant weg. Also, ein Treffer und ich bin von dem Ding weg, aber. Ja, die Gegner, die stecken das natürlich weg wie nichts, ne? Ist klar, ne?
Der steckt das natürlich weg, als sei das nichts, so ein Hochdruckverunreiniger oder wie sich das Teil nennt. Wo ist mein Roller da? Der hätte eigentlich auch schon vom Roller getroffen werden. Was ist hier los? Langsam würde ich fast sagen, dass das eine dumme Idee war, noch eine Runde zu machen. Mach das, was du. Ne, da gehe ich runter. Ja, genau. Jetzt werde ich auch noch runtergeschubst. Genau. Danke, dass du weg bist. Nervig bis zum Umfallen. So, und die kann ich ja noch so killen. Von unten vielleicht. Oder mit Hilfe des Hochdruckverunreinigers, mehr oder weniger. Ja komm, dann mal in den Nahkampf gehen. Auch wenn das wahrscheinlich eine dumme Idee war, wenn ich das so sehe. Boah, irgendwie noch gerettet. Ich hab gleich echt, also gleich raste ich hier wirklich aus hier. Ist das zum Kotzen, ey. Gleich ist hier echt bei mir vorbei. Gleich ist hier echt bei mir vorbei. Boah, ey, regt mich das hier auf. Alter Schwede, ey. Werde ich gleich richtig rasend hier. Boah, ey. Hätte ich gleich so machen sollen wahrscheinlich. Boah, was sind das für Scheißgegner, ey? Boah, ey, was sind das für Scheißgegner? Verratet mir das mal bitte. Oder ist dieser Flexroller so scheiße, dass ich mit dem überhaupt keine Angriffskraft habe? Oder wie sieht das aus? Wie oft soll ich den denn noch beballern mit dem Teil? Boah, ist das ein Dreck, ey. Meine Güte. Boah, ey. Also das war bisher der nervigste Abschnitt des gesamten Spiels hier. Boah, hat mich erinnert an diese blöden Türme da. Hier auch immer da, diese komischen Helikoptertürme da aus der Story-Ding. Das war auch so nervig. Das kam da jetzt gut da dran. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss hier runter. Wenigstens ist er so blöd und kann da nichts machen, gefühlt. Aber hier kann ich ihn auch nicht angreifen. Wow. Das war ja mal richtig toll.
ich werde doch da gleich schon wieder sterben. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Das sehe ich doch jetzt schon kommen, dass ich da schon wieder sterbe. Ich habe das Gefühl, die kommen immer wieder. Wir sind schon wieder zwei von denen. Ja, die kommen immer wieder, okay. Wenigstens etwas, was ja nett ist. Was ja ein netter Service ist hier. Aber das hat gefühlt nichts gebracht. Ja gut, ich kriege ich easy besiegt. Das ist ein einfacher Gegner, aber die bisherigen hier... Drecks wieder oben, ey. Na warte. Jetzt bist du dran hier. Wenn du meinst, mir so auf die Nerven zu gehen, dann bist du der Erste, der daran glauben darf. Boah, ey. Also nach dem Level ist erstmal Schluss hier, würde ich sagen. Schön von hinten reingeklatscht. Ach, der ist das da. Das ist der Bombenschmeißer. Ich wollte schon sagen hier. Stimmt ja, die schmeißen ja die Bomben. Boah, du Drecksvieh, ey. Ich raste gleich hier richtig aus. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich hier gleich richtig ausraste? Boah. Boah, ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Klar. Klar, was hätte ich da anders machen sollen? Klar. Auf diesem Strahl kann ich auch ausweichen, ne? Klar. Natürlich. Natürlich, ne? Ich hab gleich keinen Bock mehr. Ich versuch's jetzt noch einmal und dann... Das reicht's mir. Das reicht mir jetzt langsam. Ich bin schon im dritten Part und ich bin schon jetzt voll geladen hier. Das kann nicht sein, ey. Ja, genau. Genau, ne? Hm, ist klar. Ist klar, natürlich, ne? Genau. Genau, werde ich einfach mal so weggestoßen. Na klar, genau. What the fuck, ey. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Also bisher, vom Niveau her, fand ich das ja noch in Ordnung. Tschüss, Mistvieh. Fand ich das ja noch ohne Probleme da, was da bisher... in diesem Modus hier passiert ist bisher. Aber das Level, das ist bisher echt zum Kotzen. Mehr fällt mir nicht dazu ein. Aber wirklich zum Kotzen, ey. Oder es liegt an dieser scheiß Waffe. Das kann natürlich auch sein. Aber gut, die andere... Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt eine andere? Habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber... Bei dem Level hier... Oh, meine Fresse, ey. Ja, jetzt sind wir wieder diesen scheiß Octoskater. Da. Wahrscheinlich muss ich den irgendwie mit den, Tintenschock da, wahrscheinlich wäre es das Beste, wahrscheinlich. Ja, irgendwie zwar auch nicht schadlos überstanden, aber egal. Hauptsache geschafft. Meine Fresse, ey. So, ich nehme noch mal einen mit. Kann man ja nicht schaden, wer weiß, wozu ich das noch brauche. Okay. Boom. Da machen wir wenigstens den Weg so ein bisschen einfacher. Oh, ich habe das geschafft. Endlich ist das fertig, ja. Yeah.
Boah, jetzt bin ich durch hier. Das war ja echt zum Kotzen. Okay, sie hatten einen schönen langen Part hier heute, würde ich so sagen. Ich bin jetzt für heute Schluss. Meine Motivation ist aufgebraucht. Ich hoffe, es hat Ihnen dennoch gefallen, auch wenn ich mal wieder schön halb geraged bin heute in diesem Part, aber gut. Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen wird. Wenigstens gibt es hier einen Pinsel. Damit, mit dem Ding kann ich ja noch etwas umgehen. Ich weiß, es war ein bisschen. Naja, egal, lass es mal so stehen. Oh, ich bin jetzt hier durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Von Splatoon 2 Octo Expansion. Bis dann und tschüss, euer Jake. Eieiei.